Hallo und herzlich willkommen zu Mr. Luke zockt F1 Manager 22, hier mit dem dritten Rennen aus Australien mit unserem Team McLaren. Ja, beim letzten Mal hat Lando Norris ein bisschen Scheiße gebaut, zweimal gecrashed und ist dann als letzter ins Ziel gekommen. Oscar Piastri hat um Punkte gekämpft, hat aber leider nicht ganz gereicht. Und dieses Rennen müssen wir noch ohne ein neues Upgrade auskommen. In ein paar Tagen ist dann unser erstes Upgrade-Paket fertig mit einem neuen Front- und Heckflügel, glaube ich. Das Training ist ziemlich gut gelaufen. Wir sind hier bei Regen gefahren. Sowohl das Setup als auch die Ergebnisse im Training waren ja, doch besser als erwartet. Piastri hat es im dritten Training sogar auf Platz 9 geschafft. Aber kaufen können wir uns dafür natürlich nichts. Schauen wir uns mal das Wetter an. Krasser Temperaturunterschied. Ja, Samstag und Sonntag über 30 Grad. Wir schicken beide unsere Jungs raus hier im Qualifying. Red Bull ist als erstes auf die Strecke gegangen. Ja, ich bin mal gespannt. Ziel sind natürlich Punkte, eigentlich mit beiden Fahrern. Und dafür würde ich ganz gerne zumindest in Q2 reinkommen. Ja, unsere beiden und Sergio Perez sind hier draußen. Russell fährt jetzt auch. Wird schon mal interessant sein, wie wir hier zu Beginn dieses Qualifyings abschneiden. Wir fahren mal mit doppelter Geschwindigkeit hier mit Lando Norris durch. Traffic-technisch sollte das eigentlich hoffentlich soweit okay sein. Da vorne sehen wir jemanden. Ja, der fährt aber gut aus dem Weg, der Alpha Tauri. Wir gleichen mal wieder die Sektorenzeiten zwischen unseren beiden Fahrern. Ja, also pace-technisch muss man sagen, ist Oscar Piastri jetzt nicht allzu sehr hinter Lando Norris hinterher. Gucken wir mal im Vergleich zu Sergio Perez. 1.19.7. Was können unsere beiden Fahrer da mit unserem Auto raushauen? Ja, 0,8 bzw. 1,2 Differenz. Ich fürchte, Piastri wurde im letzten Sektor aufgehalten. Oder er hat da einen Fahrfehler gemacht. Jeder war jetzt einmal draußen. Lando Norris ist auf Platz 9. Hat ungefähr eine halbe Minute Vorsprung auf das rettende Ufer. Wir schicken beide nochmal raus, denn Piastri ist ja, ziemlich knapp dabei, wenn es um die Elimination Zone geht. Norris aber nochmal auf gebrauchten Reifen. Daher kann ich mir kaum vorstellen, dass sich Lando hier nochmal verbessern wird im Qualifying. Denn die Reifen sind schon ziemlich abgefahren. Nee, war nicht nochmal schneller. Piastri muss hier wirklich kämpfen, gerade gegen die beiden Haas-Piloten. So, Piastri jetzt auf Start-Ziel. Zweiter Sektor war schneller. Oh. Sehr schön, er macht aber nochmal einen deutlichen Sprung nach vorne und das müsste eigentlich reichen. Somit kommen wir hier auf den Plätzen 11 und 12 erstmal durch. Mit einer 1.20.576 und 1.20.706. Somit 4 Zehntel schneller als Kevin Magnussen im Haas, der hier ausscheidet. Zu Beginn von Q2 schicken wir beide direkt wieder raus. War vielleicht nicht so mega geschickt, dass ich beide tatsächlich ja, zeitgleich rausgeschickt habe. Aber wir gucken mal. Ja, Lando Norris wurde da von Piastri ein bisschen aufgehalten. Eine Sekunde Differenz auf die Top-Zeiten. Ja, pace-technisch ist es echt gar nicht mal so schlecht hier in Australien, was unsere Jungs da abliefern. Wir sind, nachdem jeder einmal draußen war, auf Platz 9 und Platz 11. Dann wollen wir doch mal schauen, was hier im zweiten Stint in Q2 noch möglich ist. Oscar Piastri ist aktuell in den Top 10. Aber Lewis Hamilton auf Platz 13 müsste natürlich eigentlich noch da rauskommen. Jawohl, katapultiert sich auf Platz 5. Lando Norris ist hier der Letzte, der auf der Strecke ist. Yuki Tsunoda hat sich geringfügig verbessert. Aber Piastri ist sogar durch? Oder kann Lando Norris da an ihm vorbeigehen? Also einer von unseren beiden wird sicherlich durchkommen. Jawohl, Norris auf Platz 8. Piastri scheidet als Elfter aus. Ja, ist natürlich schade für Piastri, aber Platz 11, da bin ich wirklich sehr gut mit zufrieden. Lando Norris hier sogar in Q3 drin auf Platz 8. Das ist sehr schön. Zu Beginn der Session schicke ich Lando Norris jetzt erstmal auf gebrauchten Reifen raus. Zumindest, dass wir wenigstens eine Zeit mal auf dem Tableau haben. Ist eine 1.20.7 gewesen. Ich vermute, dass er damit erstmal letzter ist. Aber man weiß ja nie, wofür es noch gut ist. Kann auch immer rote Flaggen und sowas geben, deswegen besser immerhin schon mal eine Zeit auf dem Konto haben. Und jetzt zum Ende können wir noch mal mit ganz frischen Reifen rausfahren mit Lando. Und wir schauen mal onboard, wie sich unser Pilot hier macht. Wenigstens Platz 9, also Bottas noch verdrängen. Ich denke, das sollte eigentlich möglich sein. Das würde ich noch ganz gerne.
Norris ist hier der Letzte auf der Strecke, also können wir am Ende ganz gut abrechnen. So, was schafft Lando Norris am Ende? Geringfügig verbessert, aber immer noch auf Platz 9. Jawohl, also damit sind wir sehr gut auf Punktekurs für das Rennen. Haben zumindest deutlich bessere Startpositionen hier mit Platz 9 und Platz 11. Die erste Startreihe geht komplett an Ferrari, die zweite an Red Bull, die dritte an Mercedes und die vierte an Alpine. Danach wird es dann ein bisschen bunter gemixt. Strategietechnisch habe ich hier wieder ein bisschen gesplittet. Piastri mit einer Zwei-Stopp-Strategie, der beginnt auf harten Reifen, wechselt dann zweimal auf Medium und Lando Norris beginnt auf Medium, soll nur einmal stoppen. Angeblich ist sogar die Zwei-Stopp-Strategie schneller, aber werden wir mal sehen. Und damit springen wir rein ins Rennen. Wie gesagt, Ferrari hier beide in der ersten Reihe. Und wir beginnen da ein bisschen von weiter hinten. Springen wir onboard jetzt mit Piastri mit. Ich habe leider den ERS-Einsatz vergessen. So, stellen das Ganze mal ein. Lando Norris zieht hier sehr schön schon an Esteban Ocon vorbei. Zumindest zwischenzeitlich. Mit ihm auf gleicher Höhe mit dem Alpine. Jawohl, Oscar Piastri überholt währenddessen Valtteri Bottas. Platz 8 und 10, das wäre schon eine sehr gute Steigerung, aber sind natürlich gerade erst angefangen. Ocon holt sich hier den Platz von Norris zurück. Aber die beiden kämpfen hier sehr hart Side by Side gegeneinander. Oh, ich hoffe, die bauen da keinen Unfall. Wir sind hier jetzt gerade mit Lando Norris unterwegs. Man sieht, die beiden trennt hier echt immer noch nicht viel. Aber jetzt hat sich Norris endlich davor gemogelt. Schauen wir uns mal die Strategien an. Die meisten sind alle auf Mediums gestartet. Piastri, Su und Stroll auf harten Reifen. Nein, Lando! Ist der besonders aggressiv? Was ist denn da los, Alter? Schon wieder so ein dämlicher Fehler. Mann. Platz 20. Hat er sich was getan? Geringfügiger Schaden. Ja toll, wir sind gerade an der Boxeneinfahrt vorbei. Shit. Getriebe, oh. Da können wir eh nichts dran ändern. Nee, ansonsten ist hier nichts kaputt. Boah, Norris auf den letzten Platz zurückgefallen. Ah, das ist natürlich bitter. Piastri auf Platz 9. Ja, dann muss Lando jetzt das Feld von hinten aufrollen. Dann pushen wir doch mal ein bisschen. Oscar Piastri muss jetzt sich leider gegen Valtteri Bottas aufs Startziel geschlagen geben. Na, der Alpha überholt ihn damit DS-Einsatz. Das bedeutet Piastri aktuell nur noch auf Platz 10. Der kann auch von der Pace nicht so ganz mithalten. Hat aber immerhin hinten auf Gasly, Su und Co. auch das DRS-Fenster gebrochen. Sodass er erstmal einigermaßen komfortabel hier auf Platz 10 fährt. Und ja, mal gucken. Er ist zumindest noch im DRS-Fenster auch mit Valtteri Bottas drin. Durch den Dreher von Lando Norris hat sich hier zwischen Ocon und Alonso auch direkt eine größere Lücke entwickelt. Lando Norris währenddessen hängt immer noch auf Platz 20 fest. Konnte noch nicht direkt, nachdem DRS aktiviert wurde, hier an Latifi vorbeigehen. Inzwischen hat Lando Norris aber doch einige Plätze gut gemacht. Aber das war natürlich eigentlich auch nur eine Frage der Zeit. Hier sieht man gerade, wie er an Albon vorbeigeht. Und kurze Zeit später knackt er auch noch Vettel vor sich. Lando ist jetzt auf P16, hat aber nach vorne erstmal 5 Sekunden, die er zufahren muss auf Magnussen. Aber also eigentlich von der Pace her müsste das machbar sein, dass der jetzt erstmal ordentlich Meter macht. Wir sind onboard unterwegs in Runde 14 mit Oscar Piastri. Piastris Lücke nach vorne wird immer größer, über 5 Sekunden auf Bottas. Und leider dahinter ist Su jetzt so an der Sekundengrenze. Ja, Piastri hat einfach nicht die Pace, um die auf Dauer da wegzuhalten. Oh, da sind einige Autos im DRS-Train hinter ihm. Ist natürlich sehr ungünstig. Ja, 5 Stück, die sind auch sehr nah dran. Die werden gleich wahrscheinlich DRS haben. Ich versuche mal mit den Reifen hier ein bisschen zu pushen mit Oscar. So, dass der sich seine Verfolger vom Leib halten kann. Ebenfalls pushen wir jetzt mit den Reifen mit Lando Norris. Die sind ein bisschen weniger abgenutzt als erwartet. Sainz fährt jetzt als erster an die Box in Runde 16. So wie auch einige andere. Piastri
Ja, bleibt hier draußen und holt ein paar Positionen auf. Das sieht nach einem Zweistopper aus für einige, die jetzt reingefahren sind. Zum Beispiel auch Bottas, gegen den ja Piastri fährt. Spiegelt sich unser Gepusche eigentlich auch in den Rundenzeiten wieder? Oscar Piastri zuletzt mit einer 1.26.48, Norris 1.26.2. Das ist gut, fand Norris, deutlich schneller als die um ihn herum, wobei die Reihenfolge jetzt natürlich durch die Boxenstops ein bisschen durcheinander geraten ist. Inzwischen sind wir in Runde 22 und Lando Norris ist nur noch 5 Sekunden circa hinter seinem Teammate. Wir waren mit beiden noch nicht an der Box. Das spricht aber nicht unbedingt für die Strategie bei Piastri, würde ich sagen. Der sollte diese Runde eigentlich reinkommen. Norris erstaunlicherweise zieht seine Medium-Reifen trotz der Tatsache, dass ich pushe ziemlich lange. Ich glaube, die harten Reifen auf Piastri tun ihm nicht so einen Gefallen. Sodass wir ja planmäßig diese Runde reinfahren. In Runde 24 fährt Lando Norris jetzt rein. Oscar Piastri war eine Runde zuvor drin. Ist tatsächlich nur auf Platz 13 wieder rausgekommen. Wir müssen gleich mal ein bisschen resümieren. Piastri überholt jetzt Norris erstmal mit dem Boxenstopp. Wenig überraschend. Ja, mal gucken, auf was für Strategien die anderen unterwegs sind. Zeus und Stroll war noch gar nicht drin. Reifentechnisch sieht das Ganze so aus. Ja, Piastri jetzt der Einzige auf Medium. Also der sollte jetzt die deutlich schnelleren Reifen haben erstmal. Und auch frischeren. Wie viel Rückstand hat er auf Gasly? Knapp 3 Sekunden. Boah, aber über 10 auf Bottas, der gerade auf Platz 10 ist. Ich kann das gerade strategietechnisch echt schlecht einschätzen, wo wir am Ende rauskommen. Normalerweise müsste Oscar Piastri ja Chancen haben auf Platz 10. Also, der hat jetzt die schnelleren Reifen im Vergleich zu Pierre Gasly. Planmäßig würde Piastri aber noch ein zweites Mal stoppen. Er hat jetzt so 0,7 Sekunden ungefähr, 0,6 rausgefahren. In 2-3 Runden. Und Guan Yu Zhou ist auf Platz 8. Der wird nochmal reinfahren. Der kommt dann hinter uns wieder raus. Alter, in Runde 32 waren Zhou und Stroll immer noch nicht an der Box. Klar, der wird er nur einmal stoppen. Der Alfa Romeo Pilot, aber der verliert gerade mächtig Zeit. Und Piastri holt ordentlich auf ihn und auf Gasly auf. Gasly sieht man jetzt hier gerade am Rand. Wir sind fast in Striking Distance. In Richtung DRS. Piastri schafft es einfach nicht ganz an, Pierre Gasly ranzukommen. Guan Yu Zhou war inzwischen natürlich an der Box, kommt auf P15 raus. Piastri in Schlagdistanz zu Gasly. Wie sieht es mit den Reifen aus? Na, die anderen könnten natürlich auf den harten durchfahren. Piastri pusht jetzt ganz schön, aber planmäßig würde der natürlich nochmal reinkommen. Wenn wir gleich an die Box gehen, kommt. Na, wo kommt er denn raus? Wahrscheinlich hinter Mick Schumacher auf Platz 16. Eieiei. So wie auch Piastri fahren jetzt einige andere an die Box. Und zwar sogar Pierre Gasly auch. Also sind die genau auf der gleichen Strategie unterwegs. Genau in der gleichen Runde fahren die rein. Sehr schneller Boxenstopp. Ja, es kommt jetzt auf Piastris fahrerisches Können an. 17 Runden hat er noch, um Punkte zu holen. Wobei natürlich jetzt erstmal noch ein paar andere an uns vorbeigehen. Piastri kommt auf 15 raus. Oh. Da war dann leider AlphaTauri doch deutlich schneller. Ich dachte, der wäre knapp vor uns da rausgefahren. Oder das war Mick Schumacher. Ja, erstmal überrundet uns jetzt ein Ferrari hier. Lando Norris währenddessen ist gerade auf Platz 10, muss aber natürlich mit seinen alten harten Reifen bis zum Ende hier durchkommen. Schauen wir uns mal die Reifen der anderen an. Na, der ist Lando natürlich im Hintertreffen, aber das wäre krass, wenn der halt von 20 nach seinem Dreher noch in zumindest einen Punkt fahren könnte. Ah, aber das wäre leider vermessen. Zhou geht jetzt an Norris vorbei und auch dahinter Pierre Gasly müsste es wahrscheinlich sein. Im AlphaTauri ist schon nah dran. Norris ist halt einfach auf alten Reifen unterwegs. Ja, Gasly war nicht mehr so weit entfernt, aber Norris
Ja, so lange wie es irgendwie geht, sollte er hoffentlich mit dem Alfa Romeo mithalten können. Piastri aktuell auf Platz 13. Puh, mit Punkten wird es aber auch schwer. Es wird heute leider nichts mit Punkten. Die Strategie von Norris war, würde ich sagen, deutlich besser. Aber durch seinen Dreher war er natürlich zu weit hinten. Er hat noch gut aufgeholt, wird wahrscheinlich 13. am Ende. Piastri hat jetzt die frischeren Reifen und wird auch dran vorbeigehen. Eigentlich müssen wir Norris sagen, dass er da nicht fighten soll. Ja, nicht gegen Teamkollegen fighten. Aber Piastri kommt trotzdem auch leider nicht mehr an Gasly und Zhou ran, glaube ich. Denn die sind ja auch alle auf frischen Reifen unterwegs. Wir versuchen hier am Ende 3 Runden vor Schluss nochmal alles Mögliche, was geht. Oscar Piastri, pacetechnisch gerade ganz gut unterwegs. Wir pushen bei den Reifen und beim Kraftstoff. Der könnte noch in Schlagdistanz zu Guanyu Zhou kommen. Es wäre aber natürlich auch nur Platz 11. Gasly davor weitere 3 Sekunden. Also es wird nichts mehr werden. Aber komm, hol dir noch den 11. Eine Runde noch, da müsste er gleich DRS haben. Sieht auf jeden Fall deutlich schneller aus. Also der hat ordentlich Zeit aufgeholt. Wird da gerade jemand überrundet? Wahrscheinlich. Ja, das könnte natürlich wieder vor- oder nachteilig sein. Vielleicht haben wir ja ein bisschen Luck. Also Pierre Gasly auch ziemlich langsam. Der ist jetzt direkt vor Zhou. Könnten wir da Last Second vielleicht uns irgendwie noch davor lacken? Wenn uns jetzt hier gerade Albon oder Latifi nicht unbedingt aufhalten würde. Schön, Fahrt zur Seite. So, Piastri ist dran. Letzte Runde für Charles Leclerc. Piastri ist tatsächlich dran an Guanyu Zhou. DRS, er hat zwar kein ERS mehr, aber come on, Junge. Zieh vorbei. Geht jetzt außen an Start und zieh vorbei. Jawohl. Piastri, 1 Sekunde Rückstand nur noch auf Pierre Gasly. Und die Rundenzeiten von hier Zhou und Piastri waren deutlich schneller als von Gasly. Wir haben natürlich nicht mehr viele Reserven, aber come on, Junge. Push, 1 Sekunde noch. Wir werfen alles rein, was geht. Alles rein, was geht. Scheiße, er ist im Ziel. Das heißt, das ist jetzt dann auch die letzte Runde für Piastri, oder? Ja, verdammt. Ah, es reicht leider nicht ganz. P11 und am Ende P13 für Lando Norris. Auch eine ganz gute Aufholjagd. Dafür, dass er ganz am Anfang Dreher hatte. Ja, Applaus und Shake Hands am Ende bei McLaren. Gute Leistung, würde ich sagen, gerade von Oscar Piastri. Lando Norris, abgesehen von dem Dreher auch, aber das muss er natürlich abstellen, sowas. Ferrari hier mit einem Doppelsieg. Ja, die ersten 8 Positionen. Da hat sich nur teamintern zwischen Red Bull was geändert, sonst alles gleich geblieben. Wir haben aber auf jeden Fall hart um Punkte gekämpft, am Ende leider leer ausgegangen. Somit, ja, weiterhin 4 Punkte auf dem Konto für Lando Norris, 0 bei Piastri und Alfa Romeo hat uns leider hier in der KWM auch überholt. Ordentlich Punkte wieder für Oscar. Sehr schön. Ja, aber jetzt können wir uns gleich erstmal angucken, wie viel besser das Auto durch Upgrades wird. Vorher gibt es hier aber eine Regeländerung. Geringfügig technische Änderungen. Ja, ist eigentlich auch nicht so wichtig. Für uns alles nicht gut. Stimmen wir mal dafür ab. Dann verbessern wir Oscar Piastri nochmal. Machen wir mal hier weiter Reibungslosigkeit. Einrichtung. Wir haben jetzt natürlich auch inzwischen wieder ein bisschen Knete angespart. Windkanal oder CFD-Simulator wäre wichtig. Packen wir mal 12 Millionen in den Windkanal rein. Teamzentrale, was kostet die? Ja, vielleicht machen wir hier erstmal ein bisschen günstigere Sachen. Ja, Vorstandsbüro und Co. Alter, da hat McLaren ja absolut beschissene Einrichtungen. Wetterstation ist auch immer wichtig. Und den Rest spare ich mal. Und Design abgeschlossen. Jawohl. Heck- und Frontflügel, wie gesagt. 10 Tage haben wir bis zum Rennen. Das heißt, wir müssen jetzt ordentlich Teile produzieren. Aber lohnt sich das hier ohne Simulatorenstunden eigentlich noch was zu entwickeln? Ah, theoretisch ja. Aber praktisch 20 Tage, dann beginnt der neue Zeitraum. Gucken wir mal, was das verändern würde. Ja, könnte man eigentlich schon machen.
Dann hauen wir doch mal. Das ist doch eigentlich ganz gut. 18 Tage, dann ist das Teil fertig, die neuen Seitenkästen, bis wir den neuen Simulatoren-Zeitraum haben. Das machen wir einfach mal. So, Reglementänderungen. Tiebreaker, es wurde dafür gestimmt. Aha. Ja, wie gesagt, ist eigentlich auch egal. Er verändert sich eh nur zu unseren Ungunsten. Getriebe ist in schlechtem Zustand. Ja, das ist von Landos letztem Rennen. Wir haben Teile gefertigt, das heißt, wir können die jetzt in unser neues Auto einbauen. Nicht neues Auto, aber die Teile ins Auto einbauen. Die neuen Teile ins Auto einbauen, so rum. So, gucken wir mal, was das hier für einen Unterschied macht. Jawohl. Das ist schon mal ganz ordentlich. Beim Frontflügel. Hier sieht man da den Unterschied. Gerade Kurvengeschwindigkeit. Auch bei Dirty Air und natürlich DRS-Beschleunigung. Ordentlich. Durch den neuen Heckflügel. Nice. Dann schauen wir uns doch mal Antriebsstrang an. Ja, das Getriebe von Lando ist im Arsch. Ansonsten sieht die Abnutzung noch okay aus. Das tauschen wir mal direkt aus. Ja, gut, dafür, dass der so ein kaputtes Getriebe hatte, war die Pace, denke ich, noch okay. Darf man halt auch nicht unterschätzen. Das ist nur noch irgendwie bei 35% oder 33% gewesen. Ja, das war's dann erstmal. Beim nächsten Mal geht es dann mit Runde 4 weiter in Imola. Da hoffe ich auf jeden Fall auf Punkte. Auch ja, die Leistung war ganz gut. Jetzt unser Auto, hoffentlich auch noch schneller. Mal gucken, was die Konkurrenz gemacht hat. Ich hoffe, ihr schaltet auch dann wieder ein, wenn es heißt, Mr. Luke zockt F1 Manager 22. Bis dahin, macht's gut. Ciao.